Das heißt, wir müssen ja jetzt auf der anderen Seite noch irgendwie 3 Stück stehen haben. Ne, 4. Aber wo ist unser Buch? Das verstehe ich noch nicht ganz. So hier, erzähl mir mal was. Die Bibliothek beherbergt so viele Bücher, die alle akribisch geordnet sein müssen. Ich bin für das Archiv verantwortlich. Doch da eine solche Sammlung einfach nicht perfekt geordnet sein kann, trage ich den Titel des Anarchivars. Anarchivar? Oh Gott, wie spricht man das denn aus? Ist bestimmt ein ganz normales Wort. Ein kleiner Scherz, der sich auf das kaiserliche Zeitalter zurückführen lässt. Jedenfalls bin ich mit einem ordnungsbezogenen Problem konfrontiert, bei dem ich mir keinen Rat mehr weiß. Ich habe deswegen schon seit 3 Nächten nicht mehr geschlafen. Oh, das ist nicht gesund. Ich sollte dir unbedingt helfen. Würdet ihr es gerne ausprobieren? Ja, auf jeden Fall. Also gut, packen wir es an. Aufgabe 8. Kategorisch besessen. Eines der Bücher in der Bibliothek wurde falsch eingeordnet. Könnt ihr es finden? What? Vielleicht die Striche? 5 Striche. Okay, 5 Striche haben sie alle. 3 Striche oben, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 3 unten, 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 alles klar. Also muss es das hier sein. Für die, die es jetzt zu schnell ging eventuell, die Bücher hatten ja einen dickeren Strich und dann insgesamt 4 dünnere. In der unteren Reihe waren immer 3 dünne Striche unten und einer oben, in der Mitte 2, 2 und in der obersten war es 3 oben, einer unten. Und eben bei dem Buch, was jetzt falsch war, war das unten und das hatte oben 2 und unten 2. Ganz genau, das Etikett auf diesem Buch hat 2 horizontale Streifen oben und unten. Okay, er erklärt es eh nochmal. Es sollte auf dem 2. Regal stehen. Dass mir das nicht aufgefallen ist. Danke für eure Hilfe. Ihr habt eure Leistungspunkte für Archivwesen verdient. Oh, du liebes Bisschen. Dieses Buch haben wir in 3-facher Ausführung. Hier, nehmt es. Wir haben es schon so nicht genug Platz. Alles klar. 50 Trinkspiele. Ein Buch, das nicht jeder lesen sollte. Ist das jetzt das Buch, was ich den Kindern geben soll? Ich gebe den Kindern jetzt ein Buch über Trinkspiele? Das halte ich ja nicht für die beste Idee, aber gut. Das wird wahrscheinlich das sein. Hallo, ich bin der neue Kryptograf für den Händlerrat. Sie haben mich mit der Entwicklung eines neuen Codierungssystems zum Sichern von Handelsgeschäften beauftragt. Ich habe endlich ein System entwickelt, das nicht geknackt werden kann. Würdet ihr es gerne ausprobieren? Auf jeden Fall, da bin ich jetzt gespannt. Sagenhaft. Wenn es euch gelingt, mein System zu umgehen, bekommt ihr von mir Leistungspunkte für Kryptographie. Oh Gott. Code. Welches der 4 Symbole vervollständigt die Serie? Unten. So. Wir haben ein 4-Eck komplettes. Dann bekommen wir in der Mitte einen Punkt und ein komplettes 4-Eck drumrum. Dann bekommen wir ein... Dann bekommt das 4-Eck außenrum 2 Schnittstellen. Dann bekommt das 4-Eck außenrum 4 Schnittstellen und da hat es weiterhin 4 Schnittstellen. Ja, das hier... Es könnte das hier sein. Wir schneiden dadurch. Noch blicke ich nicht ganz durch. Was genau haben wir denn da? Also wie gesagt, wir haben das 4-Eck.
Dann setzen wir da einen Punkt rein. Was hat denn der Punkt mit der Reihe überhaupt zu tun? Haben wir damit irgendwas getan? Wir haben da zwei Objekte. Bei dem nächsten haben wir drei Objekte. Dann haben wir vier Objekte. Eins, zwei, drei. Dann haben wir fünf Objekte. Hier hätten wir neun Objekte. Hier hätten wir sechs Objekte. Eins, zwei, drei, vier, fünf Objekte. Eins, zwei, drei, vier Objekte. Also müsste es theoretisch das hier sein. Ja, also lag es tatsächlich an der Anzahl der Objekte. Was? Ihr habt den Code geknackt? Jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Lasst mich in Ruhe. Oh ja, ihr kriegt eure Leistungspunkte. Sehr schön, die 6 von 6 haben wir. Aber wie gesagt, wir machen auf jeden Fall die anderen beiden auch noch. Hallo, meine Freunde. Es ist mir eine große Freude, euch klassische Malerei zu erklären. Eigentlich ist es Französisch, aber irgendwie bekomme ich den Akzent gerade nicht hin. Ihr möchtet lernen? Si, Senor. Ich denke euch, meine Freunde. Klassische Malerei. Vervollständigt das Gemälde, indem ihr die Farben so platziert, dass keine zweimal in derselben Zeile oder Spalte erscheint. Die mit einem Punkt markierten Farben können nicht verschoben werden. So. Ich gehe gerade vollkommen willkürlich vor. Und habe gerade vollkommen außer Acht gelassen, das mit der Reihe. Ja, okay. Das ging jetzt trotzdem zügig. Ja, das war irgendwie simpel. Das war, da konnte man einfach so, ja. Bravissimo. Ihr verdient euch die Leistungspunkte für klassische Malerei. Ja, wie gesagt, das war ein bisschen simpel. Ihr seid Student. Ihr werdet schon sehen, Optik ist so simpel wie das ABC. Wenn es euch gelingt, eine ganz einfache Aufgabe zu lösen, bekommt ihr von mir Leistungspunkte. Ein Dreijähriger würde das schaffen. Okay. Ihr werdet schon sehen, es ist furchtbar einfach. Nice, ich liebe sowas. Optische Optionen. Ein Strahl aus Quelle A muss in die Hauptleitung B gelangen. Bewegt die Spiegel, um den Strahl auf Punkt B zu lenken, während ihr alle 6 Kristalle aktiviert. So. Das wollen wir dahin haben, das wollen wir dahin haben. Oh shit, natürlich muss ich da noch was bedenken. Ich kann ja nicht einfach von hier da lang gehen. So. Da ist jetzt nur ein Denkfehler drin. Ja, ich muss ja hier irgendwie noch nach oben kommen. Das schaffen wir wie? Wahrscheinlich ist es besser, wenn wir das so machen. Dafür passen wir den einen Kristall. Habe ich irgendwo was Überflüssiges? Nee. So. Wie ist es denn, wenn ich erst runtergehe? Ja, so funktioniert's. Den einen müssen wir doppelt benutzen. Wollte gerade sagen, irgendwie hört es nicht auf. Es kam nicht dieses schöne Blinken von allen Dingen. Ja,
Das hätte ich mir fast gewünscht, dass ich das schneller löse, aber ich bin nicht so schnell wie ein Dreijähriger. Tut mir leid. Oh, habt ihr es gelöst? Tja, ihr habt Leistungspunkte für Optik verdient. So, wir haben alle 8 Aufgaben gelöst. Mal schauen, was der Professor erzählt. Der Dekan. Achso, Dekan ist es. Und? Schreitet eure Studie gut voran. Tja. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt alle eure Fächer abgeschlossen. Dafür verdient ihr eine Extrabelohnung. Hier bitte. Nice, da bekommen wir einen Stern. Ein Stern, der unseren Namen trägt. Also gut, weiter zum Unterricht. Was möchtet ihr wissen? Die Magi. Die Magi sind ein Volk oder eher eine Kultur, die ihre Blüte vor mehr als 2500 Jahren hatte, als die Welt größtenteils unter Wasser stand. Die Legende besagt, dass ihre magischen Kräfte alles bisher Dagewesene übertrafen. Manche Stimmen behaupten sogar, dass sie die Zeit selbst zu manipulieren vermochten. Okay, da haben wir schon Erfahrung mitgemacht. Dabei handelt es sich vermutlich um Übertreibungen ihrer Zeitgenossen, um die merkwürdigen Phänomene zu erklären, die auftraten, nachdem, wie dem auch sei, nachdem sie das Zeitalter, in dem sie lebten, dominiert hatten, verschwanden sie vor 2000 Jahren vollends. Sie ließen nichts weiter zurück als ein paar Ruinen und viele ungelöste Rätsel. Was möchtet ihr wissen? Die Mageliten. Was wir langläufig als Mageliten kennen, sind tatsächlich die berühmtesten Relikte aus der Zivilisation der Magi. Sie sind recht selten, aber gleichmäßig über die verschiedenen Kontinente verteilt. Welchem Zweck sie dienten, ist nicht genau bekannt. Entschlüsselte Schriften erwähnen einen Weg oder Pfad. Aber wohin führt er? Nebenbei bemerkt, war es bei der Suche nach einem Mageliten, dass meine ehemaligen Professorin, ebenfalls eine ausgewiesene Expertin für die Magi, den Tod fand. Eine wirklich traurige Geschichte. Was möchtet ihr wissen? Das Verschwinden der Magi. Es ist mit Gewissheit das größte Mysterium aller Zeiten. Warum wurde eine so mächtige Zivilisation wie die der Magi vor 2000 Jahren vom Erdboden verschluckt? Und auch noch so gut wie spurlos. Nach jahrelanger Forschung muss ich zugeben, dass ich nach wie vor keine blasse Ahnung habe. Was möchtet ihr wissen? Irgendwas über den Professor noch. Meine alte Professorin war eine führende Expertin für Magi. Sie widmete ihr ganzes Leben der Aufgabe, herauszufinden, warum sie verschwanden. Ich erinnere mich, dass die Mageliten sie besonders interessierten. Sie glaubte, den Steinen wohne eine Kraft inne, die es ihr ermöglicht, dass es ihr nach ihrer Aktivierung ermöglichen würde, mehr über die Magi herauszufinden. Sie hatte einen Mageliten entdeckt, den sie glaubte, mit dem Zeitstein aktivieren zu können. Leider wurde sie von den Piraten gefangen genommen, die zu jener Zeit auf der Insel hausten. Seither ist sie spurlos verschwunden. Das war auf der Insel der Magi. Jener, die man jetzt die verfluchte Insel nennt. Was möchtet ihr wissen? Den Zeitstein haben wir jetzt noch. Der Zeitstein selbst ist ebenfalls legendär. Es besteht ein Zusammenhang zwischen ihm und dem Mageliten. Mehr weiß ich allerdings auch nicht. Dieses Artefakt ist um vieles älter als die Magi selbst, so alt, dass sich niemand erinnert, wann oder warum es erschaffen wurde. Ich bin noch nicht einmal sicher, ob der Stein überhaupt existiert. Der einzig direkte Hinweis, den ich identifizieren konnte, befindet sich im Archiv der königlichen Familie. Königlichen Familie von Dämonia, das ich besuchen durfte. Der Zeitstein ist offenbar ein großer, runder, schwarzer Stein, in dessen Mitte ein Auge gemeißelt ist. Das Auge sieht interessanterweise dem ähnlich, das vom Propheten verwendet wird. Ein bizarrer Zufall, wenn ihr mich fragt. Aber ich beschäftige mich kaum mit der Welt da draußen. Ja, also ist der Zeitstein genau das Ding, was der Prophet da hat. Was möchtet ihr wissen?
So, Insel der Magi. Die Insel der Magi befindet sich weit im Osten und ist nur per Boot vom Serahafen aus erreichbar. Sie hat ihren Namen von den Magi-Ruinen, die dort gefunden wurden. Piraten ließen sich auf ihr nieder, wurden jedoch zu einem späteren Zeitpunkt unter mysteriösen Umständen vertrieben. Egal was passiert ist, die Fischer weigern sich, sie zu betreten. Sie glauben, die Insel sei verflucht. Daher auch der Name, den sie ihr gegeben haben. Verfluchte Insel. Eine echte Geistergeschichte, als ob es wirklich welche gäbe. Ja, Geister gibt es, haben wir schon getroffen. Um zur Insel der Magi zu gelangen, braucht ihr ein Boot. Vergesst nicht, dass nur ein Mitglied des Händlerrates euch einen Geleitbrief ausstellen kann. Was möchtet ihr wissen? Ja, das war's auch schon. So, da wir nicht gespeichert haben, verlassen wir jetzt noch eben hier das Ding. Das hat wieder nicht gespeichert, oder? Mal kurz gucken. Doch, es speichert. Okay, das war nur verdeckt oben. Ja, dann würde ich sagen, wir sind für heute am Ende angekommen. Ich habe da jetzt auf jeden Fall 2 Folgen draus gemacht. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Morgen geben wir dann noch das Buch ab. Ich denke mal, wenn wir die Stadt verlassen oder irgendwann dann, werden wir wahrscheinlich auch nochmal ein Gespräch mit Fina und mit, unser Dämon haben. Unserem Dämonen haben. Und dann denke ich mal, müssen wir erstmal in das Auge kommen. Und danach fahren wir mit dem Geleitschein per Boot zu der Magi-Insel und da werden wir dann hoffentlich Magliten finden. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen.